die Prozesse, die Probleme, die wir hier haben, die machen leider nicht an Berlin Stadtgrenzen halt und die machen auch nicht an Deutschland Stadtgrenzen halt, Deutschland Landesgrenzen halt, sondern das handelt sich um globale Probleme, gegen die auch global die Leute auf die Straße gehen. Und einer der größten und inspirierendsten davon war mit Sicherheit der Protest in Istanbul. Und dazu gibt es jetzt von überall das Taxi, überall das Widerstand einen kurzen Redebeitrag. Liebe Freunde, liebe Freundinnen, ich begrüße euch herzlich im Namen der internationalen Initiative in Berlin von überall Taksim, überall Widerstand. Herrjahr Taksim, Herrjahr Gredisch. Mieterhöhung, Gentrifizierung, Verdrängung, Vertreibung sind längst nicht mehr nur auf ein Land oder eine Stadt zu beziehen. Das ist längst ein internationales Problem. Dasselbe Übel passiert überall. Profitgier ist überall auf der Anstrebung mit gleicher Art vorhanden. Der Unterschied liegt nur am Ausmaß und an der Wirkung. Neoliberale Politik des heutigen Kapitalismus ist dermaßen willkürlich und unverschämt geworden, so dass er keine Scheu und keinen Halt kennt. Die weltweite Widerstände in Polen, Spanien, London, Brasilien, Mexiko und in der Türkei, auch in Berlin, hier und bundesweit zeigen uns, dass wir uns alles nicht mehr gefallen lassen werden. Wir haben mit dem Gleichen zu tun. Gentrifizierung, Verdrängung, Vertreibung. Und wenn wir uns selbst auch mit friedlichen Mitteln wehren, wie in Taksim und in Brasilien zu sehen war, auf die Straße gehen, gehen die Herrschenden mit ihrer Staatsmaschinerie nicht mit friedlichen Mitteln mit uns um. Brutale Staatsgewalt wird umgesetzt, weil wir eine Gefahr gegen die Profitgier bilden. Die 1% möchten so gerne uns, die 99%, in der Todesstille ausbeuten. Hin und her verdrängen, vertreiben können, wie sie sich wünschen. Seit Anfang Mai 2013 rufen die Massen in der Türkei die Parole: Budaha Başlangıç, Mücadeleye Devam. Das ist noch der Anfang. Der Kampf geht weiter. Trotz der Repressionen gehen die Massen entschlossen immer wieder auf die Straße. Auch in Brasilien gab es heldenhafte Massenkämpfe. Überall in Istanbul werden für das Profit bestens zu verwertende, dafür bestens geeignete Stellen und Stadtviertel abgerissen. Diese Orte werden für Einkaufszentren, Palästen, Wolkenkratzer und Banken, Konzernenbüros zur Verfügung bereitgestellt. Kinos, Parks, Cafés, Wohngebiete werden einfach mit Staatsgewalt, Betrug, mit mafiosen Einschüchterungsmethoden, Spaltungsmanövern dicht gemacht. Nur in Istanbul sind rund 1 Million Wohnungen und Häuser zum Abriss im Vormarsch. Alle betroffenen Menschen, besonders Roma, Kurden, werden mittellos auf die Straße gesetzt. Alleine in Stadtviertel Slukule wurden 350 Roma-Familien enteignet, in die 40 Kilometer Entfernung von Istanbul vertrieben. Die Lebensgrundlage, das heißt die Einkünfte, die sie von der Unterhaltung zu leben hatten, wurde ihnen entnommen. Sie wurden in Ghettos gesteckt. Es gibt keine Gnade um die Mieter und Mieterinnen. Obwohl in Spanien zum Beispiel rund 4 Millionen leerstehende Häuser und Wohnungen gibt, steigen dort auch die Mieten in die Höhe. Obwohl die städtische Wohnungsgesellschaften in Spanien angeblich soziale Wohnräume bauen, werden jeden Monat etwa 500 Wohnungen zwangsgeräumt, weil die Mieter und Mieterinnen wegen der kapitalistischen Krise ihre Mieten nicht mehr zahlen können. Laut der Regierung in Spanien ist es so, dass wenn die Miete dieser Wohnungen nicht gezahlt werden kann, haben die Banken und Immobilienspekulanten das Recht, durch die Hypotheken neue Besitzer der Wohnräume zu werden. Unverschämterweise noch, die zwangsgeräumten Mieterinnen werden gezwungen, die Miete weiterhin zu zahlen.
Hiermit sehen wir auch, egal in welchem Land, egal in welcher Stadt, egal in welcher Stadt wir von der sogenannten unteren Schicht, wir die Migrantinnen, Arbeitslose, Studentinnen, Geringverdienerinnen, Volksgruppen wie Roma, wie hier in Berlin und weltweit, sind von den Mieterhöhungen, Verdrängungen und Zwangsräumungen betroffen. Wir sollen aus den Stadtzentren im Interesse des Profits, das heißt der Banken, der Immobilienspekulanten, der Baufirmen aus unseren Lebensräumen lautlos abhauen. Überall das Gleiche, profitgieriges, kapitalistisches Übel. Wir lassen uns das alles nicht mehr gefallen. Hier und heute und überall auf der Welt wehren wir uns. Kampf dem Kapital ist international. Die Städte, unsere Kids, die Lebensräume gehören uns allen und nicht dem Profitgier. Wir sagen hier, hey ihr da oben, seid auf der Wut, auf der Hut. Wir haben großen Wut. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!